Willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Die fünfte Folge ist's jetzt. Gerade haben wir uns durch eine große Menge Gegner geschossen und einen Schlüssel. Was haben wir denn hier? Und haben dabei einen Schlüssel gefunden, wo gesagt wurde, was haben wir hier? Dass man manchmal auch zurückgehen muss zu schon erkundeten Orten, um dort dann vielleicht noch Türen zu finden, die man öffnen kann. Und ich bin am Überlegen, da vielleicht mal kurz nachzuschauen. Jetzt bin ich natürlich nur am Überlegen, das ist eine optionale Mission. Das wird uns natürlich jetzt nicht im Hauptmissionsmenü angezeigt. Ja, wo kann denn hier eine Türe sein, die vorher verschlossen war? Beziehungsweise, irgendwo muss eine Türe sein, von der ich nicht weiß, wo sie sein soll. Also man kann wohl schöne Ressourcen finden, stand in der Beschreibung. Das hier ist keine Geheimtür, ne? Nein, keine Geheimtür. Schade, schade, schade. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wo hier irgendwo eine Türe sein soll. Ich will jetzt aber auch nicht eine ganze Folge lang wie beömmelt suchen. Ich gehe nochmal ein bisschen was zurück. Ich denke, hier die Türen sind unbegehbar. Oh Gott. Die spawnen wieder neu. Das gefällt mir nicht. Hier eigentlich? Ach, das ist das Geschütz gewesen. Mist, hier war eben ja noch so ein Feuertyp, den wir besiegt haben. Wenn hier natürlich jetzt alles wieder respawned ist, höre ich, dass das bestimmt dieser Feuertyp ist, oder? Der war nämlich, der hat uns anfangs einmal gekillt. Sehr unschöne Sache. Wow, der ist aber... Boah, bist du brutal. Wow, der hat aber ein bisschen was ausgehalten. Ja. Auf der Suche nach der Türe, die vorher verschlossen war. So, hier ging es raus. Dann ging es hier lang. Ich kann hier aber jetzt nirgendwo was erkennen. Wo soll denn hier noch... Ah, das ist leer. Eine Türe sein. Ich kann mir nicht erklären, wo. Vielleicht ist ja auch eher eigentlich etwas nach hinten gemeint. Ich meine nach vorne. Vielleicht auch nicht nach hinten rennen. Vielleicht meint man ja auch etwas, was eigentlich erst noch kommt. Tja. Ich kann ja nicht sehen. Diese Türe vielleicht? Nee. Ah, cool, mit E kann ich noch die Waffe wechseln. Also ich kann hier definitiv nirgendwo irgendeine... Oh, was liegt denn hier hübsches? Medipack nehme ich. Ich kann nirgendwo eine Türe finden. Schade. Ich hoffe, dass die Türe noch kommt. Ansonsten wird das wohl nichts mit der Türe. Komische Geräusche. Als ob jemand Hunger hat. Ja. Da ist die Türe schon offen. Hier sind keine Türen mehr. Ja. Hm. Okay. Dann geht's hier weiter. Um 1 Uhr heute Nachmittag startete der niederträchtige Schurke, den viele für ein Mitglied der Vox Populi halten, seinen schrecklichen Amoklauf. Alles ging sehr schnell. Aha. Gut, hier findet man nichts mehr. Aufzug. Ja, ich hoffe, das ist Taubenshit. So, push the button. Dum, da, 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 dum, ducken. Ja, weiß nicht, was kommt.
Ja, okay. Oh, ein Verkaufsautomat. Sehr schön. Gesundheit, Salz und Muni und... Oh, habe ich erstmal von allem genug. Vorsichtig. Herantasten. Oh, sieht okay aus. Bewege das Bücherregal. Na, wenn da mal nicht sichtbar ein Geheimgang ist, dann weiß ich's auch nicht. Ja. Werkzeugkasten. Oh, lecker Hotdog. Ja. Gut. Das ist definitiv kein Fünf-Sterne-Zimmer. Die Ausrüstung ist eine Art Spezialkleidung, die dir besondere Fähigkeiten verleiht. Du kannst immer nur 4 Ausrüstungsteile gleichzeitig tragen, je ein Teil pro Typ. Du kannst deine Ausrüstung im Spielmenü verwalten. Neu-Hosen. Dringende Fürsorge. Verringert die Verzögerung beim Wiederaufladen eines Schilds um 1 Sekunde. Ja. Nehmen. Natürlich. In der Kiste noch suchen, nichts. Okay, also... Das war ja ziemlich brutal. Jetzt hat man hier die Blutschleifspur. Brutal, brutal. Mal auf den Tisch latschen, so. Oh, Geld. Geld, 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 Geld. Oh, okay, ja, ich weiß, ich kann Feuer benutzen. Okay, wo müssen wir lang? Wir müssen da hoch. Also, erstmal hier um die Ecke gucken, was es hier abzugreifen gibt. Schreibtisch. Ja, da war Geld drin. So muss das... Ah, noch eine Info. Liebe Mutter von Columbia, warum beten wir 3 Symbole zum Gedenken an dich an? Wir beten das Schwert an, auf das wir dich rächen. Wir beten den Raben an, auf das wir Augen überall in der Stadt haben. Wir beten den Sarg an, denn er symbolisiert die Schwere unseres Versagens. Okay, das erklärt schon mal diese 3 Symbole, die man auch direkt zu Beginn gesehen hat. Schauen wir mal, was hier hinter ist. Langsam öffnen. Oh. Verdammt! Das... Bewegt er sich noch? Der bewegt sich wirklich noch leicht. Appetitlich. Ja, sehr appetitlich. Ein ziemlich ernstzunehmender Gegner. Da sind Salze und Erste Hilfe. Ich glaube... Mittlere Maustaste mit ausgerüstetem Teufelskuss los um irgendwas. Okay. Oh, shit. Halte und lasse die mittlere Maustaste mit ausgerüstetem Teufelskuss los, um eine Sprengfalle zu erschaffen. Ja, okay. Wow. Der Gegner ist ziemlich böse drauf. Oh, shit. Huh. Was ist das? Salz, Überlebel, Gesundheit. Oh yeah, neue Kraft. Immer her. Teuflisches Zeug, das. Killerkrähe. Murderous crows. Hold and release to create a nest trap. Drücke die mittlere Maustaste, um mörderische Krähen herbeizurufen, die deine Feinde betäuben und verletzen. Halte die mittlere Maustaste gedrückt und lasse los, um eine Nestfalle aufzustellen. Während Krähenangriffen nehmen Gegner mehr Schaden. Okay. Ja, das ist natürlich sehr interessant. Da haben wir dem die Kraft abgeluchst. Wow. Die wollen mich doch veräppeln. Kommen die hier einfach reingestürmt.
Okay, jetzt haben wir schon mehr Fähigkeiten. Da kann man auch Dusch wechseln mit den Zahlentasten. Puh. Mann, oh Mann. Ja, nehme ich doch mal Krähen. Was haben wir da? Oh, Ausrüstung. Ein Hut. 70%ige Chance, dass Nahkampfziele in Brand gesetzt werden. 4 Sekunden lang 300 Schaden. Ja, auf jeden Fall ausrüsten. Ja, der Automat ist kaputt. Weiter geht's. Von der Station aus komme ich bestimmt nach Monument Island. Ja, dann muss ich wohl hier hopsen? Nicht hopsen? Achso. Ich muss mal wieder ein bisschen jumpen. So. Gucken wir mal. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Ja, da ist doch noch eine Kiste mit Muni. So. Da hochjumpen. Dann hier runter. So. Puh. Ja, Salz habe ich eigentlich voll. Dann haben wir hier Korb, Munition und Silver Eagle. Mülltonne leer, Mülltonne leer. Die Leute schmeißen einfach nichts Brauchbares mehr weg. Gesundheit, ist auch voll. Oh, Geld und noch ein bisschen Essen. Wo geht's lang? Hier geht's nicht lang. Das ist aber seltsam. Blau. Nein, grün. Ich weiß nicht mehr. Seine Augen waren größer. Er schielt. Es war rot und lockig. Er sah aus wie ein Ire, fand ich. Ja, Oh ja, so mag ich Kunst mit Blut. Oh. Geil. Das ist also der Effekt von dem Hut. Gegner beim Nahkampf verbrennen. Stirb! Niemand widersetzt sich mir. Wer auch immer ich bin. Ja, ich bin ja ein Niemand aus dem Nichts. Mir widersetzt sich niemand. Das ist ja, die Frau macht das schon richtig. Auf den Boden legen und... Ja. Sich nicht wehren, das ist immer gut. Och, das schöne Blut ist weg. Das kostbare Blut. Naja, machst du nichts dran. Komm, weiter geht's. Und zwar in die Richtung. Mann, kann der Typ jumpen. Jupp. So. Oh ja, und Angriff. Ja. Weiter geht's. Die Muni noch. So. Na? Niemand mehr da? Will sich mir niemand mehr widersetzen? Scheinbar nicht. Ja, so gefällt mir das auch. Gut. Weiter geht's. Closed off limits. Boah. Macht nix. Da war noch was Salz drin. In der Mülltonne war Geld. Sicher. Die schmeißen ja Geld weg, die Leute. Ja. Dann den Bereich verlassen. Und da geht's auch schon rüber zur nächsten Ebene. Zum nächsten Bereich. Wie auch immer. Monument Island. Ja. Mach ich das doch. Was haben wir? Den Dollar Bill. Komm. Kaufautomat, was hat der? Oh, Krähenfalle Hilfe bewirkt, dass die Opfer von Killerkrähen zu Krähenfallen werden. Fügt Mini-Cluster für einen größeren Wirkungsbereich und mehr Schaden hinzu. Das kostet natürlich einiges, wie man sieht, über 1000. Und ich heb schon in jeder Ecke das Geld auf. Aber verkaufen ist einfach nicht drin. Es gibt leider nichts zu verkaufen. Ja, da fehlt einfach das Geld. Und ich nehme schon von allen das Geld weg. Oh, da sehe ich schon Gegner. Such in jedem Mülleimer nach Geld. Ich gammel schon in jeder Ecke. Aber nun gut.
Und Headshot! Boah, das hat er doch glatt noch überlebt. Fähigkeit Nummer 1. Und da gehört die Maschine jetzt zu uns. Ach, macht das Spaß. Ich guck mich währenddessen ein bisschen um. Oh, die haben das Geschütz zerstört. Okay, so einfach wird das wohl doch nicht hier. Oh. Die sind ziemlich böse drauf. Oh ja, Krähen. Krähen ausprobieren. Komm, Krähen. Haha. Ich würde mich gerne so teleportieren wie der eine Typ, der die Krähen hatte. Das wäre doch mal was. Okay. Keine Salze mehr. Salze sind aus. Da hinten haben wir noch einen. Erwischt, mein Freund. Na, wo ist er denn? Ach, da hinten. Augen ausstechen. Ich kann euch mal mit Krähen die Augen ausstechen. Hier. Genau, brennt. Brennt. Ja, dass sie nicht an den Verbrennungen erleiden, ist zwar seltsam, aber okay, so. Alles aufheben. Die Leichen haben ja oft noch Geld mit. Natürlich nur für uns haben die das mitgenommen. Oh, ich sehe gerade so viel Muni. Ist gar nicht mehr in unserer Pistole drin. So und so. Ja, den auch noch. Oh, da ist Silver Eagle dabei. Sehr schön. Please do not cross. Sure. Natürlich cross ich. Oh, das hört sich an, als hätte ich Frauenschuhe an. Ich kann meine Füße aber nicht sehen. Oh, nichts in dem Geschütz drin. Zumindest das, was noch davon übrig geblieben ist. Was haben wir hier noch? Ah, Salz. Salz ist immer gut. Gesundheit. Hier ist nichts mehr zum Ausnehmen. Leihen. Weiter geht's. Zigaretten geben Salz auf Kosten von Gesundheit. Das ist immer schlecht. Da ist Geld drin. Geld. Da ist nichts drin. Schrank. Oh, Munition für die Pistole. Sehr schön. Da war auch noch was Munition. Da ist nichts drin. Ja, die Tür ist zu. Also gibt es nur die Tür hier. Ah, Automaten. Vorher aber noch hier reingucken. Sehr schön. Geld. Jede Menge zu essen und zu trinken. Was zu futtern. Das ist ein normaler Automat. Das hier ist ein Bonusautomat. Immer noch nicht genügend Geld. Sehr schade. Closed. Ja. Schauen wir uns noch schnell hier um. Verzeihung, Sie haben keinen Zutritt zu Waterland Island. Sie müssen gehen. Personal erreicht die Insel über die Skyline. Die Skylines, huh? Diese Dinger, mit denen die Cops da vorhin bei der Verlosung ankamen. Ja, da oben die Skyline. Aber an der Skyline hangeln, das kommt in der nächsten Folge Let's Play Bioshock Infinite. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Diese Linie geht lasst nach Monument Island. Mal probieren. Ja, lasst doch einen Kommentar da. Immer auf dem neuesten Stand mit einem Abo. Positives, negatives Feedback. Ist beides gern gesehen. Könnt also auch Verbesserungsvorschläge machen. Ja, das war's dann. Bioshock Infinite. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye.